Ja, hallo liebe Leute, mit dem Pedelec durchs Ruhrgebiet, ihr habt es schon gelesen. Nee, ich habe mir nicht meine Nummernschild vom S-Pedelec abgeschraubt und fahre dann hier illegal sozusagen auf den Radwegen. Nein, ganz anders. Die Andrea hat ein bisschen aufgerüstet, ich zeige euch das mal. Sie hat sich ein Pedelec gekauft und zwar mit dem neuen Bosch Active Line Plus Motor. Da ist er. Und damit haben wir uns heute hier auf den Weg gemacht nach Gelsenkirchen, hier an der Erzbahntrasse, und fahren eine Runde durchs Ruhrgebiet mit dem Pedelec. Und ich schaue mal, wie weit wir mit dem Ding hier kommen. Also ich trete ganz normal, mein Fahrrad. Und Andreas Fahrrad behauptet, ich schaue mal, Reichweite, was stand da gerade? Bei Eco 152 Kilometer. Das ist ja mal ein Angebot, ne? Aber ich glaube nicht, dass das Gesäß das mitmacht, 152 Kilometer auf so einem Sattel, aber wir schauen mal. So knapp 50 Kilometer habe ich geplant. Und da freuen wir uns drauf, ne? Begeisterung pur. Und da geht es jetzt lang. Ja, und ich freue mich heute total, dass ich die Tour hier mit der Andrea zusammen machen kann, weil sie hatte bisher immer nie so Lust, so längere Tour mit mir zu machen. Wenn es mehr als 20 Kilometer waren, auf die 30 zugingen, dann wurde das Gesicht schon ernster. Und mit dem Pedelec sind das ganz neue Möglichkeiten für uns Zusammenhalt, Touren zu unternehmen, und das freut mich. Und dich freut das doch auch wohl, oder? Ja. Komm, ist doch lieb, die Andrea wartet, wenn es ein bisschen bergauf geht. Da habe ich jetzt eindeutig ein Handicap. Ich habe halt keine 250 Watt im Oberschenkel. Ja, ein bisschen weniger sind es schon. Wirklich wieder total idyllisch hier. Direkt an der Autobahn. Herrlich. Das sieht doch gleich viel besser aus, als direkt neben der Autobahn herzufahren. Wir fahren jetzt übrigens seit einigen Kilometern hier durch Essen, ganz genau Richtung Essen-Stehle, Essen-Innenstadt. Und das ist total interessant, das ist ja alles Fahrradstraße. Und ich hatte nur wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das hier so hügelig ist. Wäre natürlich keine richtige Tour durchs Ruhrgebiet, wenn wir nicht auch ein Stück an der Ruhr langradeln würden.
Und da guck mal, der Campingplatz auf der anderen Seite hat auch schon wieder geöffnet. Aber halt nur für Leute mit eigenem Klo. Ich hatte ja eigentlich auch vor, jetzt im Mai eine Tour zu machen, ein paar Tage mit dem Rad Richtung Osten zu fahren. Und das habe ich natürlich sein lassen. Campingplätze sind für mich noch tabu. Ich habe ja nun mal kein eigenes Badezimmer dabei. Und das mache ich halt nächstes Jahr. Aufgeschoben ist noch nicht aufgehoben. Ne? Im nächsten Jahr wird das wohl wieder gehen. Hier ist ja auch so schön zu radeln. Das ist ja auch wirklich eine sehr ansprechende Wohnlage da oben. Es handelt sich hierbei um die Villa Vogelsang. Und da ist dann die passende Fabrik dazu, Vogelsang. Wir stehen uns dann jetzt hier von der Ruhr und fahren weiter Richtung Bochum.
Ja, liebe Leute, das war schon wieder für heute. Wir sind gleich an unserem Auto angekommen. Das waren jetzt so gut 42 Kilometer. Gut 2,5 Stunden waren wir unterwegs. Was hast du noch an Reichweite jetzt auf deinem Tacho stehen? 76 Kilometer. Da kam das ja so ungefähr auch hin mit der Berechnung. Ich denke mal, dass Andrea zwischendurch mal den Turbo eingeschaltet hat. Ne? Ich bin ich habe fast gesagt, ziemlich mitgenommen. Das ist übertrieben. Aber ich merke dann schon, dass ich geradelt bin. Aber Andrea muss ja nicht mal Sportsachen anziehen mit dem Motor jetzt da im Tretlager. Naja, seid ihr gegönnt. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, uns dabei ein bisschen zu begleiten hier heute mit dem Pedelec durchs Ruhrgebiet. Unsere erste Tour gemeinsam hier. Kommen bestimmt noch weitere dazu. Also bis demnächst. Euer Swobo und Andrea.